Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Company of Heroes 2 in einem neuen Podcast von meiner Seite. Es ist ja schon ein bisschen her, dass ich den letzten Cast reingestellt habe. Liegt zum einen daran, dass ich keinen Bock habe, das Ganze 10-mal auszukodieren, dass der Sound richtig passt. Und zum anderen ist mir doch so ein bisschen die Lust verloren gegangen in letzter Zeit. Da ich nicht weiß, in welcher Reihenfolge ich die Casts uploade, kann ich das hier ja nochmal erzählen. Wahrscheinlich ist es immer wieder das Gleiche, dass man dann drei Videos oder so hört. Und zwar geht es mir einfach so auf den Sender, dass es derartig viele Bugs gibt nach einem Jahr Release-Zeit. Also dem Verlauf betrachtet, ein Jahr ist das Spiel veröffentlicht, also aus dem Beta-Stadium heraus, und es hat jetzt vielleicht gerade mal so den Status Beta verdient. Denn das ganze Ding ist jetzt fast annähernd mal spielbar, noch nicht ausbalanciert wohlgemerkt, aber fast annähernd mal spielbar. Es sind dennoch einige Bugs vorhanden, die schon seit Monaten nicht behoben werden. Stattdessen wird ständig neuer Content implementiert. Sei es jetzt Kommandanten in den letzten Monaten, kam ja da recht wenig, oder sei es diese Waffensysteme, die sie da einführen. Das sind alles Dinge, über die man sich doch eigentlich Gedanken machen sollte, bevor man so ein Spiel auf den Markt haut. Das sind Dinge, die man in der Konzeptphase eines Spiels eigentlich ausarbeiten sollte, sie dann implementieren, und ja, dann sollte man das Ganze der Öffentlichkeit zugute führen. Gehen wir jetzt einfach mal in das Spiel rein. Ich habe versucht, so viel Abuse wie möglich zu spielen auf russischer Seite. Erster Fehler dabei ist, dass ich hier keinen Sniper spiele. Eigentlich müsste da ein Conscript-Spam kommen, da die Conscripts seit dem letzten Patch wieder zu stark sind. Es haben ja so viele Leute rumgeweint, dass die Grenadiere doch zu stark gewesen seien. Lag aber nur daran, dass die Gewehr 43 und MG42 Upgrades zu stark waren. Sollen wir etwas bauen? Ansonsten, dazu ist noch zu erwähnen, Conscripts baut man hier im Hauptgebäude. Kein Tech, ja. Man muss kein Gebäude dafür bauen. Auf deutscher Seite hingegen muss man das T1 bauen, baut deutlich teurere Einheiten, gerade im Unterhalt. Gerade im Refresh mit 50% weniger HP. Da kann man doch erwarten, dass die Grenadiere mehr Schaden austeilen als die Rekruten. Das ist so eine Sache, die wollen einige Leute auf COH2.org oder sonst wo nicht verstehen. Naja, wir nehmen auch Zeit zurück zum Spiel. Conscript Nummer 1 und hier kommt schon Conscript Nummer 2. Ich gehe jetzt mal auf die Sicht von Stefan, der hier gegen mich gespielt hat und meinem Abuse entgegenwirken sollte. Was steht heute noch auf der Agenda, abgesehen von dem Umstand, dass Conscripts einfach zu stark sind? Weiter auf der Agenda stehen Dinge wie Minen, eine ganz entscheidende Sache in COH2, darauf werde ich noch eingehen, wenn es soweit ist. Zum anderen steht die ISO auf dem Programm, denn ich kann schon vorwegnehmen, dass eine ISO hier auf dem Schlachtfeld erscheinen wird, und auf der anderen Seite ein Tiger, beides Dinge, die ja, ein bisschen Diskussionsbedarf haben momentan. Was hätten wir noch? Ansonsten war es das eigentlich. Dementsprechend lassen wir das Spielchen mal laufen, gucken uns das Ganze an. Hier die Capping Order ist nicht ganz so optimal. Jetzt sind der erste Cut-Off ein. Auf der Gegnerseite, wenn wir es mal kurz auf der Karte betrachten. Ich habe schon diese vier Gebiete. Stefan nimmt sich jetzt erst die vier Gebiete ein. Ist jetzt erst der Fall, während ich schon die nächsten Gebiete cappe. Also Capping Order nicht ganz optimal. So, und da haben wir den ersten Feindkontakt, Conscripts gegen Grenadiere. Da wollte ich eigentlich hier vorne ins Gebäude, hat er schneller geschalten als ich, ist jetzt drin. Nicht clever, sich auf die Seite zu stellen, auf der drei Fenster sind, dementsprechend jetzt wieder umpositionieren. So, jetzt haben wir hier die Ablenkung. Die sollen einfach nur da stehen, ein bisschen Damage abgrasen. Die Jungs hier hinten sollen dabei währenddessen einfach mal den Cut-Off ein bisschen einnehmen gehen. Da ist allerdings der dritte Grenadier. Hätte ich ja noch einen MG erwartet, irgendwo rumstehen. Nicht der Fall, das MG ist jetzt erst ein Bau. Fehleinschätzung von mir. Ich habe mich durchs Gebäude zurückgezogen. Auch der Konstrukt dürfte dann direkt nach Hause gehen. Da ist nichts mehr zu machen. Der Grenadier steht ja schon im Territorium drin. Eroberung also nicht möglich. Läuft hier noch an den Pionieren vorbei, die können durchaus noch ein bisschen Schaden austeilen. Nicht mitgelaufen, dementsprechend keinen Schaden ausgeteilt. Hier ist ein MG.
richtiger Abuse wäre gewesen, wenn ich an der Stelle einfach noch einen Sniper im Hintergrund gehabt hätte, der dann gegen die Grenze vorgeht. Denn im Early, Mid und ersten Late Game ist es durch RNG-Faktor möglich, einen Sniper auszuschalten, indem man einfach einen Crit landet auf große Distanz, einen Mörsertreffer landet oder mit der AT trifft. Oder oft mit AT reinbringt, wie im Strafe Run oder ähnliches. Nur so kann man Sniper ausschalten. Man kann weder Sniper kontern noch sonst irgendwas. Also wenn ihr da mal ein Video habt, wie ein deutscher Sniper einen russischen Sniper ausschaltet, könnt ihr mir gerne einsenden. Ich wette, da draußen gibt es keins davon. Vorausgesetzt, der Russen-Sniper wird richtig gespielt. Denn wenn man den kann, das kann ich ja nicht, sonst hätte ich sie eingesetzt, dann ist das eine unkonterbare Taktik. Minen haben die Deutschen ja nicht, um zum Beispiel so einen Sniper auszuschalten, denn wenn sie eine Mine legen gegen Infanterie, ist sie ja gekennzeichnet mit so einem schönen Schild an der Seite. Auch eine ganz krasse Sache eigentlich. So, jetzt sind hier die Grenadiere, die übermächtigen Grenadiere sind hier gefallen, da sie einfach 50% weniger HP haben. Hier habe ich nur einiges an HP eingebüßt dabei. Das war schon vorher der Fall. Hier ist das MG flankiert durch meine Pioniere. Auf der Seite hat er nämlich kein Fenster und dementsprechend kann ich einfach drauf feuern. Muss auch zurück. Sieht er jetzt auch. Die Jungs, hier steht so in der Deckung, dementsprechend schwer zu pinnen. Ja, auf große Distanz wirken dann die Grenadiere doch ganz gut, machen viel Schaden. Und in grüner Deckung halten sie dann noch recht lange durch. Auch noch zu bemerken ist, das ist auch noch so eine Sache, die ich nie verstanden habe bei der Kritik an der Aufstaffelung, dass die Conscripts zu schwach seien etc. Die Conscripts haben die Eigenschaft, dass sie sich verdammte grüne Deckung bauen können. Das wurde ja nach dem Patch ein bisschen genutzt und wer es jetzt verfolgt hat so in letzter Zeit, seit dem letzten Patch wird es einfach gar nicht mehr benutzt. Warum denn auch? Dieses taktische Mittel ist einfach nicht mehr nötig, um gegen die Grenadiere zu gewinnen. Das ist einfach schade, dass man so etwas rausnimmt. Da fand ich den letzten Patch dann doch deutlich besser, dass die Rekruten darauf angewiesen waren, in grüner Deckung zu stehen. Eher eine verteidigende Einheit waren als eine angreifende. Aber wie dem auch sei, zurück zum Spiel. Jetzt ist hier Scoutcar da und Scoutcar gegen das MG, das hier geknüppelt steht, wenn jetzt hier 20 mm hochgehen. Kommt gleich. Ja. Das teilt natürlich gegen alle Leute Schaden aus. Und jetzt haben wir den nächsten Fall. Retreat beim MG. Sehr schön. Erst angeben, dann weiter zurücklaufen. Am besten verreckt noch der ganze Trupp. Wenn er hier klug ist und clever hinterher fährt, blockiert das ganze Ding noch ein paar Mal und dann ist es weg. MG abbauen und sowas, das werden wir gleich noch sehen. Ich glaube bei dem MG hier, das ist so eine ganz krasse Sache. Ganz krasse Geschichte. Jetzt muss der Mörser ja eigentlich auch zurück. Oh, Retreat. MG hier versucht sich noch umzustellen, um auf das Fahrzeug zu schießen. Dreht aber erstmal eine 100, ja, was ist das, oder 270 Grad Drehung. Und wenn man den Retreat vorher befiehlt, bevor der Mann umfällt und der schon am Abbauen ist, dann läuft der andere, der nächstfolgende Gunner, läuft dann einfach damit weg. Wenn man allerdings das Pech hat, dass in dem Moment eben kein Retreat funktioniert, stirbt einer nach dem anderen, bis dann mal einer lange genug dran ist, um die Fertigkeit Retreat auszuführen. Interessante Sache eigentlich. Aber irgendwo auch eine bedenkliche Sache, also ich erwarte dann doch schon, dass wenn ich Retreat drücke, sich die Einheit zurückzieht. Egal, das MG übernehme ich ja aus dem einfachen Grund nicht, dass ich die Conscripts nutzen will, um ein bisschen zu drücken gegen das Ding. Kann ich ein bisschen zurückpushen. Bringt natürlich ein bisschen Veterancy durch den Schaden, den er verursacht. Und zum anderen auch ein bisschen HP-Damage hier. Fällt allerdings wieder eine Grenadier um. Oh, das war das erste Minenfeld, direkt mal zweimal down. Und da sind wir beim Fall Minen. Minen wurden gerade eben schon angesprochen, jetzt mache ich mal kurz Pause hier, um das Ganze ein bisschen zu erläutern, wie ich das meine. Wir haben hier zum einen S-Minen, das ist eine Variante der Minen, die die Deutschen legen können. Kostet 60 Munition das ganze Feld, das große Feld. Ist auch wieder unterteilt in vier kleine Felder. Je nachdem, wann man abbricht, hat man eben nur 20 Munition pro kleines Feld verbraucht. Soweit so gut. Die Minen, die gegen Personen wirken, die die Deutschen bauen können, sind alle gekennzeichnet durch solche Schilder. Das sind S-Minen.
dienen nicht dazu, den Gegner zu suppressen oder sonstiges, sondern dienen dazu, den Gegner auszuradieren. Sprich, wenn da ein Trupp drüber läuft, hier in dem Fall, wenn der jetzt eine Mine trifft, da fallen zwei Mann um oder so. Im schlechten Fall 3, ist auch RNG-Faktor, weiß man noch nicht vorher, muss man gucken. Wo die Minen liegen, ist ja auch RNG-Faktor, also wirklich gezielt legen ist nicht mit dem Minenfeld. Das ist eben ein Kritikpunkt, den ich eben immer noch habe, schon seit Ewigkeiten habe. Die Deutschen können einfach keine ordentlichen Personenabwehrminen legen. Normale Personenabwehrminen, CO1-Style, ich lege die dahin, die Leute kommen an, HP-Damage, suppressed ein bisschen, alles safe, ich weiß, wo der Gegner ist. So war das eigentlich mal in COH1 angedacht. Auf der anderen Seite haben wir noch Panzerabwehrminen, die sind ganz stark, kosten trotzdem 60 Munition und kommen sehr selten zum Tragen, deswegen werden sie auch so selten gebaut. Man sieht sie zwar manchmal und manchmal haben sie auch einen riesen entscheidenden Effekt, wenn zum Beispiel eine IS-2 da durchfährt und sich die Hälfte der HP wegfragt, dann wirken sie doch ganz schön, allerdings passiert das doch recht selten. Und wann ist der Deutsche mal gewillt, 60 Munition zu investieren, während er noch LMGs ausgeben muss, S-Minenfelder ausgeben könnte oder Waffen auf dem Panzer 4 ausgeben könnte, Off-Map-Fertigkeiten bringen kann. Wann ist er dann gewillt, 60 Munition für eine einzige Panzerabwehrmine auszugeben, die wirklich nur gegen Panzer wirkt? So gut wie nie. Das ist einfach eine Sache vom praktischen Wert her, das bringt einem einfach zu wenig. Kann man jetzt anderer Meinung sein, so weit so gut. Kommen wir jetzt zu den Russenminen. Da haben wir nämlich den Fall, dass es einfach schlichtweg OP-Minen sind. Die Minen kosten 30 Munition, werden hier ausgelegt in dem Fall. Und wenn ein Trupp drüber läuft, dann ist es absolut RNG, wie der drüber läuft, weil man kann ja auch den Bewegungsablauf der Truppen nicht wirklich steuern, ob die jetzt geknubbelt nach vorne laufen oder auf verteilt, wie es eigentlich der Fall sein sollte. Das weiß man ja vorher nicht und wo die Mine liegt, weiß man vorher auch nicht, dass man vielleicht ausweichen kann oder sich da in dem Moment eben irgendwie anders aufteilen kann, um da drüber zu laufen. Weiß man vorher nicht, man weiß auch nicht, wie die Mine wirkt. Ich kann euch schon im Voraus sagen, dass die Mine nachher ein gutes Beispiel, ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür ist, was ich mit OP-Mine genau meine. Denn es ist wirklich, der RNG-Faktor ist einfach riesengroß bei den Minen. Zudem kosten die Minen wirklich nur 30 Munition. Der Russe, der sowieso kaum Munitionsausgaben hat, ansonsten, er hat einfach nicht dieses Ausgeben von MGs auf Panzern, dieses Rauchwerfen oder Nebelwerfen bei Panzern. Er hat eigentlich recht wenige Munitionsausgabepunkte. Dinge, die ihn wirklich was kosten, die sind auch recht billig. Zum Beispiel hier die Antipanzerminen werden mal geworfen, die kosten 25. Dann gibt es noch die Molotows, die kosten 15, wenn man sie rauswirft. Also nicht wirklich die großen Kosten. Vielleicht mal noch ein Präzisionsschlag durch einen Mörser, der kostet dann mal 30 oder ein Artillerie-Sperrfeuer, das kostet 60. Das tut aber nicht sonderlich weh, weil ansonsten kaum Ausgaben zustande kommen. Die Grenadiere hingegen, die müssen, die Standard-Infanterie, die muss einfach mit LMGs ausgerüstet werden, um den Rekruten Herr zu werden. Natürlich sind sie dann auch, in dem Fall muss ich auch sagen, dass die LMGs immer noch zu stark sind, da sie immer noch alles wegrasieren auf große Distanz, auch auf Close Range immer noch extrem stark sind, nicht wie angekündigt. Auf der anderen Seite muss man eben dafür auch immer die 60 Munition investieren. Man hat immer noch eine fragile Einheit, ein Grenadier mit 50% weniger HP als so ein Rekrutentrupp. Der hat dann zwar das LMG, kann enormen Schaden austeilen, fällt aber immer noch genauso schnell. Es ist also zwangsweise nötig, dass man nach und nach die Leute mit LMGs ausrüstet, mit Gewehr 43 oder mit anderen Waffen, die man findet, um die Truppen eben bis ins Late Game ja, attraktiv für einen zu halten, denn die sind ja auch nicht sonderlich billig. So, kommen wir gleich nochmal zu den Minen. Hier sind, nochmal zur Erinnerung, hier sind zwei Leute gefallen an der Mine und ja, ist doch schon ein Leckerli kleines. Hier immer noch nicht Recruit, das könnte man langsam in Angriff nehmen, langsam aber sicher. So, ein bisschen leiser machen an meinem Headset. Jetzt höre ich nur die Leute da rumschreien. So, die Pews sind noch entkommen, sind glücklicherweise nur durch eine Mine hier gelaufen und da sind nur zwei Mann gefallen in dem Moment. Und haben es tatsächlich geschafft, die Lüste zu retreaten. Ist halt da auch völlig irgendwie. Da hätte auch hier eine Mine liegen können, also eine der zwei Minen, die hier gebaut wurden.
Und dann wäre es um den Pilotrupp geschehen. So, jetzt haben wir hier wieder ein Engagement. So macht man es natürlich nicht mit Granadieren. Natürlich aufgrund Verkehr, jetzt kommen natürlich andere. Die Granadiere sind stark genug, man muss sie nur auf Distanz halten. Ja, ich habe hier eine Fertigkeit, die heißt Ura. Die kostet mich 10 Munition, dann bin ich direkt an dir dran. So, so sieht es nämlich aus. Haben die Granadiere nämlich auch nicht. Trotz T1-Tech, die man dafür bringen muss für die Einheiten. Solche Spezialfertigkeiten bleiben den Rekruten vorenthalten. Den Granadieren vorenthalten. Nur bei den Rekruten aktiv. So, jetzt ist das Ding ein bisschen nah dran. Da spare ich mir allerdings ein paar Zapfenades. Ich glaube, die hat sie gerade ausgegeben in dem Moment. Oh, der wollte sie nicht werfen, weil ich keinen Druck hinten dran hatte, um ihn zu finishen. Der momentan nur der Mörser. Der beschießt jetzt gerade noch ein bisschen die Granadiere. Und zieht sich dann zurück. Richtig so, denn da kommt das Scout-Car wieder angerauscht. So, Garnisten sind mittlerweile auch da, die stehen auf der linken Seite. Sind suboptimal, Scout-Car ist auf der rechten Seite, könnt jetzt allerdings hier schon auf die Rekruten treffen, die dann mal eine Athene dran werfen. Können sich hier positionieren außerhalb der Sicht. Jetzt könnte schon reichen für eine Athene. Ja, da ist er nah genug rangefahren. Treffer versenkt und das Ding hat Motorschaden. Muss jetzt schleunigst da weg. Meine bestehenden Pioniere, die sollten sich jetzt schon losbewegen. Vielleicht die Granadiere zum Einnehmen benutzen. Hier kommt jetzt schon eine Pack. Man hat wohl Angst vor einem eventuell folgenden Angriff durch ein T-70 oder ähnliches. Mal die Ressourcen nochmal anzeigen lassen. Und das ist durchaus gar nicht mal in so weiter Ferne. Da könnte ich jetzt schon in M5 anfordern, sobald das Ding fertig ist. Vielleicht sogar schon T70, je nachdem. Wie lange ich da noch warten will. So, Scout-Car ist zurückgefahren, hat mir den Pilz noch schön übernommen. Jetzt könnt ihr hier eine Reparatur machen. MG42 gegen Maxim MG. Wenn es in 3 Trillionen Jahren mal anfängt zu feuern. Ah, jetzt. Dann dürfte das MG auch gar nicht mal so viel zu machen haben. Müsste eigentlich da raus und zurück. Aufpassen, dass man sich auf der Seite raus. Jawohl, sehr gut gemacht. Hier jetzt eine Übermacht an Grenadieren. Allerdings stehen hier ein paar Rekruten noch hinter der Deckung. Wenn ich da jetzt nicht die Rifle Nade fange, kann ich auch noch ein bisschen länger stehen. Und ein bisschen den Mörser wirken lassen. Wenn der nämlich einmal da trifft, dann ist es auch um den Trupp da geschehen. MG ist Recruit auf der linken Seite, stand ja eben noch hier. Und wirkt jetzt erstmal gegen die Grenadiere. Das wird auch schon der erste Mann. Die Gunner, die Side-Gunner des Mörsers schalten hier noch einen aus. Rifle Nade ging daneben, das wäre. Sind ja ein bisschen teurer geworden, kann ich auch verstehen. Die machen ja enormen Schaden, wenn die Gegner, gerade wenn die Gegner Knubbel stehen. Und da man das als Spieler nicht verhindern kann, ist das schon die richtige Zeit. Nochmal, da könnte ich noch einen weiteren Punkt ansprechen, und zwar Wegfindung bei Infanterie. Wie man hier sieht, habe ich jetzt hier 4 grüne Punkte. Wenn ich jetzt den Trupp dahin stelle, erwarte ich als Spieler, dass hier ein Mann steht, da ein Mann steht, ja, eben wie er die Punkte sieht, dass da eben ein Mann steht. Könnte man erwarten. Ist aber grundlegend nie der Fall. Könnt ihr jetzt in COH2 selbst reingehen, am besten, wenn ihr das Spiel habt. Geht in das Spiel rein, drückt einfach einmal den Knopf, guckt, was passiert. Die Jungs werden sich vielleicht eine Sekunde in diese Position stellen, wenn überhaupt. Vielleicht auch erst, wenn man das dritte oder vierte Mal geklickt hat, dass sie sich richtig aufstellen. Aber lange drin bleiben werden sie eh nicht. Das interessiert die Jungs einfach nicht, was man denen befiehlt oder wie sie sich aufstellen sollen. In der Regel knubbeln sie sich irgendwo hin, deswegen zieht man einfach und richtet sie irgendwo in die Richtung aus. Traurige Wahrheit in COH2 bei der Wegfindung der Infanterie. So, hier ist noch ein Mann über die Mine gerade gelaufen, glaube ich. Ja, die dürfte gerade explodiert sein. Jo. Mine gelaufen, es waren noch 2 Mann. Dementsprechend hat er hier noch Schaden genommen und der Kerl hier dürfte vom DP jetzt abgeräumt werden. Jo, da ist es vorbei. Weiterer Fuck an der Stelle. Nicht ganz das Werk der Mine, da ist ja schon vorher relativ viel passiert. Allerdings trotzdem ärgerlich, wenn man sich
auf dem Retreat mit der Hälfte, wohlgemerkt, der Hälfte der Einheiten zurückziehen, dann noch trotzdem gepuppt wird. Das ist einfach eine Sache, die wird mir nie in den Kopf gehen. Also wie soll man dann die Einheiten zurückziehen, wenn sie einen Mann verlieren? Oder wann soll man es denn tun? Wenn schon nicht mit der Hälfte. Naja, egal. Hier werden die Gardisten noch ordentlich zersiebt durch das MG 42 in guter Deckung. Ist jetzt nur ein Trupp gewesen, mit Wett 1 wohlgemerkt. Muss ja auch immer den Wettstatus noch mit einbedenken. Wenn die jetzt auf Wett 3 sind, dann zersäbeln die alles. Und wenn dann mal zwei Truppen da stehen statt einem, dann ist so ein Gardistentrupp doch innerhalb von Sekunden weg. So, Pius lassen sich jetzt hier mal ein bisschen pinnen. Das ist auch ganz gut so, denn so hat die Pax Sicht auf den Bunker und kann das mal ausschalten. So. Hier sind die Conscripts noch gerade eben so reingekommen und verhindern so, dass das Gebiet übernommen wird. Was der genau jetzt zerstört hat in dem Fall, weiß ich nicht. Kommt einfach mal so ein Zerstören auf. Egal, egal. So, jetzt hier dann hier erstmal die Grenadiere. Suppress. Der Mörser trifft hier ordentlich rein. Noch zwei Mann über, dann muss ich sofort zurück mit dem MG. Außen wieder Kampf Scout Kauf. Riesendistanz gegen Conscripts. Klassische Situation, die es im Midgame gibt zwischen Russen und Deutschen, also im momentanen Spielverlauf, es gibt ja das Ostheer noch, nur das Ostheer bisher. Scoutcar steht auf der linken Seite, Russen stehen auf der rechten Seite, hier steht wahrscheinlich noch ein Snipe. Stell einfach die Conscripts da irgendwo in Deckung, lass die befeuern, schön und gut, ich habe meine Anti-Panzer-Nades, sobald er nach vorne fährt, fängt er sich die. Und der Sniper wirkt einfach die ganze Zeit auf die Unit, die hinten dran steht. Ob das jetzt ein Grenadier oder ein MG oder sonstiges ist, es fällt nach oder nach und nach. Ich werde den Kampf auf jeden Fall länger aushalten können als er, denn er hat ja nur, wie gesagt, vier Mann, da fehlen drei Schuss, da muss er sich auf jeden Fall zurückziehen, wenn er nicht den Full-Unit-Kill haben möchte. Und er hat im Endeffekt vielleicht ein bisschen HP-Damage an meinem Conscript verursacht oder zwei, drei Leute weggeschossen. Interessiert mich nicht, ist ja immer noch die Hälfte des Trupps und daher kann ich mich getrost erst dann zurückziehen. Es sind ja immer noch drei Mann. Deswegen so eine Sache mit dem Sniper auch, ne? Ah, es kommen hier noch mehr Conscripts ran. Da sollte allerdings mal ein Gardistentrupp hin. Da steht auch eigentlich einer zum Abruf bereit. Die könnte auch mal ein bisschen refreshed werden. Fehlt jetzt ein bisschen das Micro. Ich habe ja auch schon länger nicht mehr gespielt. Dementsprechend tummelt sich jetzt langsam aber sicher alles in der Basis. Und ich habe den Moment hier hinten verpasst. Vielleicht sehen wir das gleich nochmal mit dem MG. Na, das ist kein so ganz schöner Effekt. Er die Sequenz eben gezeigt. Da ist nämlich ein Grenadiertrupp da drüber gelaufen. Wieder zwei Mann tot. Grenadiertrupp da drüber gelaufen, es sind einfach drei Mann gefallen, obwohl nur einer hier vorne die Mine ein bisschen anberührt hat und die anderen hier dran standen. Habe ich leider verpasst, tut mir leid. Ich hätte es gerne gezeigt, aber ich denke, ihr könnt es euch vorstellen. Ihr habt es bestimmt auch schon oft genug erlebt. Was mir jetzt eigentlich nur zu meinem RNG-Glück fehlt, ist so ein Packtreffer. Also mal ein Full-Unit-Kill, vier Mann mit einer Pack, mit einem Packschuss ausschalten. Sollte sowas nochmal vorkommen bei euch, schickt mir das Video auf jeden Fall ein. Ich werde es auf jeden Fall casten, einfach nur um die Lächerlichkeit zu zeigen, die das Spiel momentan an den Tag legt. Natürlich nur meine persönliche Meinung. Es gibt einige Leute, die damit ganz zufrieden sind, wie sich das Ganze entwickelt. Und es kaum erwarten können, dass das Afrika vor und implementiert sind. Dabei hat man noch nicht mal die anderen Fraktionen drin. Aber das ist eine andere Geschichte. Hier immer noch keinen Doktrinwahl. Ein bisschen enttäuschend. Nach dem CP hätte man schon einiges machen können mit den Doktrinen. Ich weiß, wenn er jetzt sitzt. Allerdings nur einem Mann gefallen. Dann geht er beim Rest. Fragst du natürlich, was hier lukrativer ist bei so einem Angriff, wenn man hier gerade mal noch die Rifle Nail reinschießt, HP-Damage oder eben das Leute umfallen. Da eher für den HP-Damage, denn beim nächsten Angriff könnte man unter Umständen dann direkt den Gunner ausschalten. So. Fleißig Minen legen, das ist das Brot der russischen Armee, wenn es um COAN 2 geht. Denn wenn man als Russe Minen legt, dann kann man gar nicht mehr verlieren.
mehr Minen. Wenn man dazu noch eine ISO spielt, ist es natürlich ganz hervorragend. Denn so kann man sich die Flanken zum Beispiel hier, hier, hier und hier kann man alles zoomen, sodass jeder Zufallsweg, der irgendwie durch einen Panzer 4 oder Panther bedroht werden kann, dass der eben ausgehebelt wird. So, jetzt sehen wir auch schon Panzer 4 im Baum. T3 ist bisher noch nicht gekommen und wir sehen, dass sich hier ein bisschen der Sprit stapelt. Sollte man sich überlegen, ob man nicht schon weit, weit vorher T34 bringt zum Drücken. Allerdings habe ich ja schon vorher den Pack gesehen, dachte mir, dass es dann hier wahrscheinlich nötig ist, wollte ja irgendwie auch nur die ISO bringen. Aber naja, da fehlen glaube ich noch ein paar CP. Ich gucke gerade rüber. Das dauert noch. So, jetzt Mörser jetzt hier rein. Ist ja auch immer so ein Faktor, Mörser, wenn die mal treffen, gerade beim schweren Mörser ist das ja sehr, sehr attraktiv, wenn man da mal trifft. Und dann mal einfach so einen Full-Unit-Kill macht. Einfach mal vier Mann umfallen durch einen Treffer. Ich meine, sowas kann man, selbst mit taktisch höchstem Geschick kann man das nicht verhindern. Wie soll man es denn verhindern? Soll man sich gar nicht mehr in das Gebiet reintrauen, nur weil man weiß, dass da ein Mörser ist? Das ist, glaube ich, irgendwie der falsche Weg. So, jetzt hier ein Rifle-Mate bringt komischerweise nur einen Mann. Hier finde ich dann den letzten. Artillerie-Sperrfeuer durch die Pack. Die Jungs sind aber nicht mehr suppressed. Und dementsprechend haut hier die Artillerie auch deutlich drüber. Sollte man sich jetzt überlegen, ob man den Pack vielleicht nicht ein bisschen zurückzieht. Allerdings steht ja hier noch sein G. Das ist ja ganz gut die Stellung. Das fällt nach und nach der Grenadiertrupp. Ganz so gefällt es, dass da ein Typ durch die Pack durchguckt. Wenn ich ein bisschen gefährlich da stehe, wenn das Ding zurückschlägt. Na, egal. Zurück zum Spiel. Hier außen ist der Panzer 4 aktiv. Hier ist das Scout-Car aktiv. Kann allerdings nicht ganz so viel machen. Da steht ja immer noch die Pack. Muss man langsam versuchen, das Ding mal da reinzulocken. Und der Russe müsste, also ich müsste in dem Fall jetzt mal überlegen, ich habe einen Panzer 4 gesehen, ich habe selbst noch keine CP für die ISO reinzuholen, ob ich da jetzt nicht noch eine Pack investiere oder im Panzer. Und da außen rollt schon was, das dürfte ein T34 sein. Jawohl, T34 auf dem Feld. Mit einem T34 ist es natürlich recht schwer, so einen Panzer 4 auszuschalten. Da sollte man sich auch überlegen, ob man nicht zwei T34 holen. Ich glaube, da sind auch zwei im Bau gewesen, da kommt jetzt gleich der zweite, dann kann ich im Doppel vorfahren. Dann dürfte der Panzer 4 kaum noch ein Problem darstellen. Und dann kommen wir auch schon gleich zum nächsten Punkt auf meiner, in Anführungszeichen, Agenda für diesen Cast. Oh, Pack schießt daneben. Wer hätte es gedacht beim entscheidenden Schuss? Auch die Gardisten feuern hier einfach keinen einzigen Schuss mehr. Obwohl sie in guter Deckung die ganze Zeit rumliegen. Ja, so hat man es gerne. Hat mit Taktik nicht viel zu tun. Ich habe mich optimal bewegt. Ich habe in die Pack reingelockt. Die Pack hat den zweiten Schuss verfehlt. Ich habe die Gardisten noch zusätzlich als Sicherung rangezogen, um das Ding wirklich finishen zu können. Und selbst die haben dann einfach nicht gefeuert. Einfach grundlos nicht gefeuert. Dementsprechend hier nicht geschafft. Und durch den Panzer 4 kriege ich dann noch zwei Mann mit einem Schuss weggeschossen. Da liegen sie im Dreck. So hat man es gerne. Auch wieder ein Geknubbel, das man leider nicht verhindern kann. Irgendwo ist eine Mine hochgegangen, ich glaube hier. Hey, drei Mann gefallen. Ich habe es wieder verpasst, so schade drum. Da liegen noch die drei Leichen, also der Beweis ist gegeben, dass es funktioniert. Gern bewiesen, dass auch vier Mann sterben können durch die Mine. Aber ich denke, das Problem kennt ihr ja. So, mit den 30 Treffen mal schön gar nichts, wie sich das gehört. Oh, jetzt einfach mal zwei, nee, drei Mann ausgeschaltet mit einem Schuss. Das ist eben einfach so eine Geschichte, die ich nicht verstehen kann. Dann soll man doch entweder sagen, okay, die Jungs treffen in der Bewegung nicht, wenn sie gehen, dann treffen sie einen Mann pro Schuss oder sonst irgendwas. Also derartig anschieben. Jetzt sehen wir hier Markierungen auf dem Panzer 4. Stopp. So. Pack ist hier die einzige Sicherung momentan, die hier noch für den Panzer 4 da ist. Denn die Grenadiere, da steht ein Grenadiertrupp, die Pioniere können da eh nicht helfen. Scout-Car ist extrem beschädigt, hier kommt noch ein angeschlagener Grenadiertrupp zurück. Der Grenadiertrupp hier außen ist viel zu weit entfernt und auch angeschlagen. Der müsste sich auch erstmal refreshen, bevor er wieder vorgeht.
Dementsprechend ist der einzige Schutz des Panzer 4, der hier markiert ist, also im Endeffekt mehr Schaden nimmt, ist einfach die Pack. Die Pack könnte man aushebeln, indem man jetzt hier mit dem einen Panzer über die Außen fährt und ein bisschen drauf feuert. Dauert ja nicht so lange eine Pack zu decrewen, wenn man da das Focus Fire drauf legt. Und dann kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Treffer penetriert, kann noch ein bisschen das Minenfeld räumen, schön gut. Das ist also ein bisschen Zeit verschaffen, also die kommt jetzt, TP-32 kommt hier jetzt rein. So, jetzt bin ich in der Situation, die ich haben will. Ich kann nämlich jetzt hier aus dem Schussbereich der Pack rausfahren und mit dem T-34 den Befehl erteilen, hier drauf zu feuern. Das habe ich auch genauso in dem Moment getan. Gucken wir uns an, was passiert. Er feuert auf Panzer 4. Jetzt dreht er den Turm. Beide haben wohl bemerkt, den Befehl bekommen, auf die Pack zu feuern. Es war ja mal in einem der ersten Patches, glaube ich, das ist schon ein halbes Jahr mindestens her, da hieß es, die Commands der Eingabe oder wie auch immer, die Commands des Spielers werden beibehalten. Sprich, wenn ich dem Panzer hier befehle, er soll hier drauf feuern und danach weiterfahren, sollte er immer noch da drauf feuern. Passiert aber nicht, denn er dreht jetzt einfach wieder den Turm ein, feuert den Schuss eben nicht ab auf die Pack, dreht jetzt wieder den Turm. Gleich werde ich ihm wieder befehlen, auf die Pack zu feuern, dass mir ein Dorn im Auge ist, dass die Pack einfach noch fehlt. Jetzt muss ich austreffen, das ist ordentlich. Trifft wieder nicht, muss der Panzer rausfahren, mittlerweile noch keinen Schuss getroffen. Trifft wieder nicht, er schießt über einen Meter Entfernung und schießt er auf den Boden. Dazu sind alle Schüsse, die auf dem Panzer 4 vorher gingen, sind abgeprallt. Nehmen wir, glaube ich, jetzt auch noch. Abpraller oder keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wo der Schuss hingegangen ist. Ob der jetzt auf den Boden gegangen ist oder abgeprallt ist. Absolut Rätsel, hier wieder auf Boden. Der penetriert dann auch. Den Schuss hat er penetriert, bisher jetzt allerdings mal nicht getroffen. Und das war die Fahrzeugmarkierung, da ist er auch, glaube ich, schon vorbei. Ja. Eine Sekunde bevor er dann da drüber fährt, ist es dann auch vorbei. Glücklicherweise für ihn, sonst hätte er mehr Schaden kassiert. Und wohlgemerkt, zwei T-34 haben hier gerade angegriffen und das ist das Endergebnis. Das habe ich geleistet und zwar nur durch den Schaden der Mine, denn die T-34 haben null Schaden daran gemacht. Und ja. So ist der Angriff gescheitert, da meine Jungs einfach nicht in der Lage sind, eine Pack auszuschalten auf einem Meter Distanz. Hätte genauso gut mit einem Schuss passieren können. Ist halt immer so die Frage, was passiert da? Bewegung war ja nicht in der Pack, die hat sich einfach gar nicht ausgerichtet, genauso stehen geblieben. Hast einfach nicht interessiert, dass unter dem Schuss war. Ja. Taktisch gesehen war das Manöver gar nicht mal so schlecht. Hier die Flanke gefahren, hier nur ein Schuss gefangen von der Pack. Das Ding markiert, es war schon nach hinten gedrückt, keine Verstärkung eigentlich da. Aber im Endeffekt dann brotlose Kunst. Sie haben Befehle. Der Erfolg gibt da eher Stefan recht, der einfach die Pack stehen gelassen hat. So, T-34 ist hier gleich wieder einsatzbereit. Fragt man sich natürlich, gegen was man den T-34 nutzen will. Viel gegen das man ihn bringen kann, ist da ja nicht auf dem Feld. Prinzipiell kann ich damit eigentlich nur Scout-Guy jagen momentan. Alleine ist er dann nicht die große Stärke, um den Panzer 4 auszuknipsen. Ansonsten kriege ich eh nur Motorschaden von Grenadieren oder ähnlichem. Hey, hier wieder ein Treffer, zwei Mann down. Froschenhals. So, hier jetzt wird 1 für seinen Panzer 4. Jetzt ist er gepinnt. Kann man hier mit dem T-30 ein bisschen wirken. Allerdings, jetzt mal bemerkt, dass der T-34 gerade durch die Frontpanzerung, zweimal durch die Frontpanzerung ging. Gerade eben hat er es nicht mal geschafft, in die Seitenpanzerung zu wirken. Jetzt schafft er es, in die Frontpanzerung zu wirken. Jetzt prallt er wieder ab. Wahrscheinlich liegt es an dieser Distanz, die mehr dazugekommen ist. Und ja. So, jetzt kam hier auch noch ein Mörser-Hit rein. Dementsprechend sind hier zweimal umgefallen. Und der Rest hat HP damit bekommen und Full Unit Kill, ohne dass man es erwartet hätte. Vier Mann runter auf einen und dann direkt ausgeschaltet. Keine Chance für einen Retreat. Könnte ja auch mal ein Tiger kommen, Gott sei Dank. Endlich Heavy Call In und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt angelangt. Heavy Call Ins. Ja, Calls zu ihm. Na also. So, hier ist der Tiger.
wisst, wie ich mich da drauf fokussieren kann und dem folgen könnte. Eigentlich habe ich bis jetzt noch nicht gelernt. Ah. Egal, bleibe ich einfach so über ihm. Tiger Heavy Collins. Also momentan ist es echt eine Plage. Die Leute spielen ja kaum noch mit Panzern aus dem Doktrin. Das Einzige, was sich vielleicht auf großen Seiten noch lohnt, aus dem normalen Stack zu spielen, das ist einfach die ISU. Oder eben sowas wie mal ein T-70 vorher zu bringen. So T-34 bringt es einfach nicht. Das sieht man daran, dass man allein durch T-3 schon ausgekontert wird, da mit einem schwachen Panzer 4 eigentlich, wenn man so will. Su bringt noch was, da man eben gegen sowas wie ein Panzer 4, gegen selbst einen Tiger noch wirken kann damit. Da ist eine feine Sache, ansonsten lohnt sich Picks kaum noch, sind eben recht teuer und ich habe die Rechnung ja schon mal angeführt, dass man eben viel mehr ausgibt dafür, dass man eine Su bringt oder einen T-34, als wenn man einfach eine Battle Group aufstellt bringt. Stimmt nicht mehr ganz, glaube ich, ist mir aber auch völlig Wumpe, denn so eine Battle Group ist immer noch immens viel stärker als so ein T-34, der hier übrigens wieder gar nicht penetriert. Einen Schuss hat er mal von hinten reingesetzt, der penetriert hat. Und dementsprechend, es kommt sowas wie eine Battle Group, die kommt eben recht früh, kann extrem viel Druck aufbauen, kann Massen angefordert werden für recht wenig Aufwand. Die kann man wirken lassen, wenn man allerdings nicht so auf den frühen Push steht, wenn man eben nicht die Gegner finishen muss im Moment, dann kann man auch gut und gerne einfach sowas holen wie ISU, denn so eine ISU rockt einfach alles kaputt. Auch zu empfehlen KW-8, der ist einfach immens stark in die Infanterie. Jedenfalls übrigens der Panzer 8, der nimmt gerade Panzer 4 ab. Und jetzt ist auch schon die ISU da. Auf der anderen Seite sehen wir im Endeffekt immer sowas wie ja, T3 und danach irgendwann ein Tiger oder gar kein T3 mehr oder vielleicht mal ein T4, wenn kein Tiger im Doktrin, das man ausgewählt hat, dabei ist. Im Endeffekt läuft es immer darauf hinaus, dass so abläuft, dass man T4 nur dann baut, wenn man eben keinen schweren Call-In hat, und ansonsten bringt man eben den Call-In am besten ohne einen Tech gebracht zu haben, dann hat man sich nämlich auch den Sprit gespart und das Ding ist deutlich früher da, hätte sich es auch deutlich früher anfordern können, was die CP angeht, und dementsprechend ja auch einen viel größeren Vorteil daraus ziehen können. Wäre das nämlich nicht ganz so glücklich gelaufen mit dem Panzer 4 da hinten, dann hätte er jetzt schon das Spiel aufgeben können. So allerdings ist er im Spiel geblieben. Einfach durch ein bisschen Glück, muss auch da, gehört ja dazu bei COH bekanntlich. Und ja, es hätte aber ganz gut ins Auge gehen können mit dem Panzer 4. So, jetzt haben wir den Tiger auf dem Feld. Und mit dem Tiger ist folgende Sache klar, ich brauche mich einfach mit Infanterie oder einer Pack gar nicht dahin zu bewegen. Klar, das hier hat jetzt funktioniert, aus einem Grund, er ist mit dem Tiger in dem Moment, in dem er hier stand, zurückgefahren. Wenn er in dem Moment den Schritt nach vorne macht, dann schaltet er die Pack innerhalb von 2 Schüssen oder 3 Schüssen maximal aus. Wenn ganz viel Pech dabei ist, auch noch mehr, sage ich auch. Es ist nicht immer so, aber es ist der Regelfall, dass man 2-3 Schuss braucht, für so eine Pack auszuschalten. Auch wenn man sie frontal angreift, völlig egal, ist es ein Tiger. Nimmt man auch recht wenig Schaden eigentlich, wenn man drauf fährt. So, auf der anderen Seite haben wir eine ISU. Die ISU ist momentan so ungefähr das Nonplusultra an OP-Sachen. Das Ding penetriert nämlich alles und auf jede Distanz gleichwertig und macht auch auf jede Distanz gleich viel Schaden. So habe ich zumindest den Eindruck gewonnen. Und das ganz Besondere daran, das Ding ist nicht nur wie der Elefant ein absoluter Panzerkiller. Nein, das Ding ist auch noch absolut superb gegen Infanterie. Während man bei der IS-2 dafür gesorgt hat, dass auf Distanz zumindest eben der Streuradius der Waffe ein bisschen größer ist, hat man das bei der ISU einfach gar nicht getan. Die ISU trifft immer noch genauso gut auf Riesendistanzen wie die IS-2 vorher nur auf ihre kleine beschränkte Distanz. Werden wir gleich noch sehen, werden wir noch zu Genüge sehen. Schalten wir einfach mal weiter. Ah, stopp! Bevor ich es vergesse, da gab es ja schon mal ein Video, die Heavies kommen oder sonst irgendwas von mir. Und da war ein ganz guter Kommentar dabei, den ich absolut befürworte. Und ich fände es auch gut, wenn Relic das mal so umsetzen würde. Dass man einfach sagt, okay, mittlere Call-Ins, keine Ahnung, sowas wie der Puma, erst anforderbar, wenn das T3 steht. Schwere Call-Ins, Tiger etc., Elefant, erst anforderbar, wenn das T4 steht. So ist man gezwungen, einfach den Tech zu bringen, bevor man das Call-In macht. Eine Begrenzung fände ich persönlich ganz gut, dass man eben nicht so ein Spiel sieht wie hier, indem ich jetzt einfach hier eine ISO anfordere und irgendwann später vielleicht noch eine ISO, wenn ich es kann, werden wir noch sehen. Oder eben einen zweiten Tiger oder ähnliches. Da fände ich auch eine Begrenzung ganz gut. Auf jeden Fall befürwortenswert ist einfach sowas, dass man das Gebäude bauen muss, um eben das Call-In vollführen zu können.
Fände ich absolut essentiell, um dem Spiel ein bisschen Tiefe zu geben, um zu entscheiden, okay, bringe ich jetzt das T3, bringe ich jetzt das T4, welchen Call-In will ich bringen, welches Doktrin, das wäre dann alles nochmal ein bisschen mehr Tiefe, die man reinbringt und nicht eben so, ja, der ist hier unten im Baum, ich drücke da drauf, wenn ich die CPs zusammen habe und dann ist er einfach da, ne? Fände ich persönlich besser, ne? Und dieses Tech ersparen, das geht mir so auf den Geist. Da man einfach nicht lesen, man kann das Spiel kaum lesen. Es ist unmöglich zu lesen, ob der Gegner jetzt gerade auf T3, T4 sitzt oder aufs Call-In wartet, bis man dann den ersten Panzer sieht. Und meistens ist es dann ein Tiger und dann ist es schon zu spät, um irgendwie was zu machen. Denn selbst zwei Packs reichen einfach nicht aus, um so einen Tiger aufzuhalten. Auch so eine Sache, die Diskussionswert hat. So, fahren wir weiter im Spielablauf. Da steht ein Panzer 4. Durchaus nichts. Perfekt zeigen mit dem PDRS. Da liegt er am Boden. Was soll man machen? So, jetzt werden kurzzeitig mal die Wunden geleckt. Bemerkenswert ist, dass drei Siegmarken zu meinen Gunsten ticken. Und dieser riesige Vorteilsberg an Siegmarkenpunkten langsam dahin schmilzt. Ja. Mörser hier mit 2 hat schon einiges geleistet. Das Ding hier ist Wett 3, hat ein Flugzeug schon abgeschossen mittlerweile. Was er jetzt genau macht mit dem Sport, kann ich auch mal gerne wissen. Oh. Da hat die Isoma nicht getroffen auf größte Distanz. Stand wohl noch ein Stück Gebäude im Weg. Ach, wie schön wäre das, wenn ich das hier sehen könnte mit der ISO. So, es dürfte hier ein Rifleman kommen. Hab doch das Ching gehört. Ah, jetzt kommt's erst. Auch gut. Ja, und die sehen gar nicht gut aus, müssen direkt zurück. Kommt dann auch noch raus durch den Retreat. Und jetzt eine Fehlentscheidung, finde ich, an der Stelle. Da dürfte man gar nicht wieder angreifen. Er hat ja schon die Packe gesehen, etc. Und da sollte sich überlegen, ob so eine clevere Idee ist, genau an der Stelle wieder anzugreifen, der vorher schon aufs Maul gekommen hat. Jetzt mittlerweile wird 3 für die Packe. Die hat dann eine deutlich erhöhte Penetration. Also da ist auch der Tiger kein Problem, da solange man ihn auf Distanz halten kann. Hit and Run mit dem Tiger. Da wäre der Panther die bessere Wahl dafür gewesen. Auch ein bisschen schneller unterwegs, das Ding. Und jetzt muss er langsam dafür sorgen, dass die Siegmarken wieder zu seinen Gunsten ticken. Dass ich mich ein bisschen aus meiner Defensive rausbewegen muss. Hier werden fleißig Minen gelegt, jetzt zum Absichern, genau das, was ich vorher schon angesprochen hatte. Hier noch eine Mine legen, hier noch eine Mine legen, am besten alles zuminen, was irgendwie geht. Hier auch schon eine, hier fehlt noch eine. Auf der Seite ist ja relativ safe, also da wird keine Flanke gelaufen, da steht ja schon genug Krempel von mir, dass er aufhalten kann. Was ich mir noch wünschen würde, wäre so ein Auffrischfahrzeug für die Front, damit ich hier mal alles refreshen kann. Und da ist es auch schon. Ich Hellseher, ich Kleiner, nein, ich habe es selbst gespielt, weiß das auch. So, jetzt wird hier hinten die Siegmarke übernommen. Allerdings ist die Mitte wieder umgedeckt. Ja, ist gerade nur Scoutcar da, ist schon angeschossen und da ist die ISO. Leider keinen besonders guten Schussbereich hier auf der Karte. Aber hier wird mal getroffen. Auf die Distanz von da bis da. Einfach mal 2 Mann weg. So hat man es gern. Da kann man sogar noch froh sein, dass 2 Mann entkommen sind. In der Regel ist das einfach mal 3 Mann oder Full Unit Kill oder ähnliches. Wir sehen, wie langsam und sicher hier oben die Bettinfanterie weg ist. Viel ist da nicht mehr von übrig. Nur noch die Arme hat ein bisschen Bett. Fahren und hier der eine Grenadiertrupp. So, das Ding ist jetzt hier gepinnt, allerdings fehlt mir was drauf schießen kann. Die Pack ist noch ein bisschen zu weit hinten. Der T34 muss erst in Stellung fahren. Jetzt kommen wir auf die rechte Seite. Tiger kommt jetzt auch auf die rechte Seite, ist jetzt genau im Schussbereich. Hier ist wieder ran gestartet, 2, mal 3 Mann weggewichst. 4 Mann. Und hier mal ein 2-Mann-Kill durch den T34 und mit dem MG den letzten Mann ausgeschaltet. Auch hier wieder. Das waren noch 3 Mann, als er retreated hat. Wir sind einfach alle auf einen Fleck gefallen. 3/4 des Trupps gefallen, als er retreated hat. Also.
Das halte ich einfach für nicht besonders gut. So, ist hier der Kampf T-34 gegen Panzer 4 und wieder eine ganz knappe Geschichte. Jetzt schießt der letzte Schuss entscheidend und hier ist daneben geschossen worden und der Panzer 4 ist zu weit entfernt. Der hat einen Reichweite-Bonus, glaube ich. Keine Ahnung, mit der Information, die der bei dem Stern kann ich nicht anfangen. Ach, die verfolgen. Egal. Ich glaube, der T-34 hat da deutlich größere Reichweite. Auf Witzwo. So, jetzt gehen hier noch zwei Grenadiere. Das Grenadierpuppen beginnt. So gegen Ende des Spiels kommt das recht häufig vor, dass man einfach zu viel Manpower gespart hat und aus irgendeinem Grund plötzlich ganz, ganz viel Infanterie braucht. Das hat sich gegen den Grenadier und für einen weiteren Pionier entschieden. Mittlerweile sind es dann 4 Pioniere, wenn der noch rangezogen wird. Jo, 4 Pioniere, 3 Grenadiere. So kann man es natürlich auch machen, um den Tiger Repair zu halten. Die ISU nicht den ganz großen Effekt gezeigt bisher. Allerdings den Effekt, den ich haben will. Und zwar, dass sie dem Gegner verdammt viel Angst macht, anzugreifen. Viel Angst macht, hier auf die Stellung vorzugehen. Und wenn er sich denn mal dahin traut, dass es dann ganz besonders weh tut. So wie jetzt an der Stelle. Das könnte eigentlich hier feuern. Nein. Kein Bock. Sehe ich auch die Einheit noch gar nicht. Ist auch möglich. Die Sicht reinhauen. Ja, Sicht ist drin. Treffer, dreimal down. Wie gesagt, egal welche Distanz das ist, das war jetzt die Distanz gerade. Von hier bis hier. So, jetzt hier Fahrzeugpapier drauf. T-34 rückt er wieder an. Mit der Markierung ist es durchaus möglich, dass ich den jetzt mal knacke. Dem schießt hier noch ein Gardist drauf. Einer zumindest. DPS. DPS meine ich. Glaube ich. So, Panzer 4 gegen T-34. Habe ich wieder ordentlich geblutet. Muss dementsprechend wieder zurück. So, jetzt sehen wir eine ganz schöne Szene. Stopp! Da ist schon der erste Bug gewesen. Wegfindung. Wegfindung bei Fahrzeugen, gerade bei Heavy, ist es extrem, extrem genial. Der Panzer sollte jetzt eigentlich, und das waren wir waren ja auch zusammen im TS, da hat man dann gesagt, haha, der Tiger ist gegen den Baum gefahren. Tiger ist also hier gegen den Baum gefahren, als er den Befehl bekommen hat, hier durchzufahren. Von hier nach hier fahren und er fährt hier rein. Schöne Sache. Dreht sich jetzt also erstmal und fährt jetzt ja, seitlich. Sieht er nochmal an, dreht dann nochmal. Da kommt noch ein Schuss, leider kein Treffer. Auch ein Blindshot, also nicht gesehen. Und durch viel Glück kam dann noch der Mine sogar gerade rechtzeitig, um die Mine aufzudecken. Hier irgendwo rein und jetzt haben wir das nächste Problem. ISU mit Sicht, das gilt auch für eine SU. Dann, wenn man die Sicht drin hat, ist das Ding erstens extrem träge und trotzdem absolut nicht in der Lage, den Weg zu fahren, den man angibt. Gleich können wir mal gucken, wie das Ding so lang fährt. Ich habe dem Ding den Befehl gegeben, es soll bitte hier zurückfahren, die Richtung, dann ist nämlich die Pack da. Kann ja auf den Tiger feuern, wenn er hinterher fahren sollte. Und momentan hat er ja nichts anderes, um da hinterher zu fahren. Der Panzer 4 stand ja auf der Seite. Also, was macht die ISU? Sie dreht sich. Okay, ja, Sicht ist immer noch drin. Das habe ich einfach übersehen. Komplett. Der erste Panzer ab, wenn er gerade ab. Pack steht. Weit so gut. Zweimal. Das Ding soll sich hier blockieren. Fährt einfach da rein. Die Hälfte des Models steckt da drin. Und die ISU ist hier reingefahren. Und nichts passiert mehr. Bewegt sich einfach nicht mehr. Also manuelles Neuausrichten, kurz vorfahren, dann wieder mit U zurücksetzen und dann hat man es tatsächlich geschafft, man hat die ISU rausbekommen. Aus der Situation, in der sie sich selbst reinmanövriert hat durch ihre eigene dumme KI, muss man einfach so sagen, das ist eine absolut grottenschlechte Wegfindungs-KI. Dann wird mal die Pack, wird einfach mal der Tiger durch die Pack mit Tarnung nicht penetriert. Und jetzt nehmen wir doch mal einen taktisch schönen Move zur Abwechslung, und zwar einen Mörser mit Nebelgranateneinsatz, um seinen Tiger da rauszubekommen. Sehr, sehr schön. Hätte ich da mal nicht die Sicht drin gehabt, dann hätte ich da noch die Verfolgung aufnehmen können. So allerdings nicht.
So, T34 wieder auf dem Vormarsch. Der soll natürlich jetzt hinfahren, ob er stirbt oder nicht. Er soll einfach die Tiger ausschalten, so extrem angeschlagen wie er ist. Und mit dem klaren Verdacht, er hat keine Minen gelegt, ist das auch der Fall. Warum auch? Hat zwar die Munition, aber man hat doch wieder sowas wie Jäs auf Panzer oder sonst irgendwas. Hack steht immer noch hinten dran, mittlerweile der 2. Der Panzer richtet sich einfach neu aus. Schießt jetzt auf den Mörser statt auf den Panzer. Auch interessant beim Wegfahren. Heck nicht penetriert, dementsprechend Tiger überlebt. Und ja, das ist mir so nicht gelungen, den Tiger auszuschalten. Jetzt mal ein bisschen schweinig. Ich glaube, da kommt jetzt nicht mehr allzu viel von dem Zeug, das wir jetzt zeigen wollen. Oh doch, ja, hier, ISO-Feuer gegen Panzer 4. Auch ganz interessant mal zu sehen, wie so die Hälfte des Panzers einmal auseinandergesetzt wird. So, Situation, ja, dritten Leben gegen nichts an Leben. Nichts an Leben gewinnt. Ja. Und wird 3 für den Panzer 4. Schöne Sache eigentlich. Da ist das Ding ein absoluter Zerstörer. Nur mit Hilfe der ganzen Pioniere, die da irgendwo immer rumgammeln, momentan am Tiger, ist es auch kein Problem, das Ding wieder schnell in Stand zu setzen. Eine Rifle Nate rein. Aber hier, ich habe einen Nate geworfen, war überhaupt nicht nötig. Ich habe ja die ISO hinten dran stehen, die hat ja schon gewirkt. Fertig. Leute schon ausgeschaltet. Zum Vergleich, der Tiger, der absolute Infanteriekiller, nur 19 Kills momentan. Traut sich einfach nicht weiter vor mit dem Ding, ist auch verständlich, denn so eine ISO tut halt immer viel. So, die Granadiere haben einen Auftrag, die sollen jetzt einfach da vorne laufen und sterben, denn ich muss meinen Top-Captain unbedingt offen halten für eine weitere ISO, damit ich den Abuser auch wirklich spielen kann. Weil was wäre ich für ein Abuser, wenn ich einfach nur eine fucking ISO bringe? Nein, da müssen 2 stehen an jeder Siegmarke, einen, die ich halten will. So erzwingt man sich das GG. Wie ein Boss. Muss eigentlich noch Fahrzeug sterben gehen. Ja, da ist es schon auf dem Weg zum sicheren Tod. Aber nur ein Treffer von Tiger und gibt dann auch, glaube ich, gar nicht mal so viele Erfahrungspunkte. Ja, fast gar nichts gegeben und jetzt dürfte es doch ausreichen. Ja, da ist doch die 2. ISO. Roll rein, mein Freund. Lass uns mal angucken, wie das Ding da reinfährt. Jawohl, so sieht's aus. Und ich merke, ich sollte die Kantenglättung wieder einschalten. Na egal, zurück zum Spiel. Meine Leiste wieder haben. Jetzt kann ich eine ISU hier außen positionieren, eine ISU hier positionieren. Ich bin durch die Minen auf der Seite absolut geschützt. Zumindest behaupte ich das einfach mal. Natürlich sind hier unten noch Punkte, die ich verminen müsste oder vermint haben müsste. Aber Mut zur Lücke, sage ich dazu nur. Hier steht noch eine Pack zur Sicherung. Funktioniert alles hervorragend. Und wenn die ISO jetzt mal die Sicht aktiviert, dann könnte ich ja auch schon den Tiger unter Beschuss nehmen. Oh, schon passiert. Und mal nicht penetriert in die Seitenpanzerung. Das ist doch schon sehr überraschend. Ich bin auch mittlerweile mit der 2. So, jetzt Treffer an der Seitenpanzerung. Jetzt ein weiterer Tiger bereit, um reingerufen zu werden. Hier fällt nach wie vor die Minen, die habe ich immer noch vergessen. Pack ist da leider falsch ausgerichtet. Und jetzt sehen wir, dass der Tiger einen Schuss ins Heck bekommt. Und ja, der Effekt tut dann doch schon weh. Ich weiß gar nicht, worauf die ISO da geschossen hat. Ich arbeite hier übrigens nicht mit betonbrechender Munition. Also, da ich sagen könnte, okay, ich investiere meine 90 Munition, kostet das, glaube ich. Nein, das ist einfach normales Feuer durch die ISO. Auch mal rein. Und hier ist der 2. Tiger. Ist halt die Frage, ob man Tiger gegen ISO spielen will. Das ist so ein Kampf, langsames Fahrzeug gegen langsames Fahrzeug. Langsames Fahrzeug mit mehr Reichweite gegen langsames Fahrzeug mit weniger Reichweite. Und vielleicht ein Bums ungefähr. Das ist so ein Kampf, den würde ich ungern ausfechten. Und hier fährt der Vanilla Tiger dann doch schon ganz schön gefährlich rein. Hier steht die Pack. Könnte es auch feuern, ich weiß gar nicht, ob die nicht feuert jetzt. Mensch, Jungs, seid ihr 3. Ja, die Seitenpanzerung durch die 2. von hinten.
Da kommen jetzt Splitterbomben. Einige sind aber da noch an der Stelle und Packwett 3 ist ausgeschaltet, also liegt jetzt Isobett 2. Und da muss man jetzt natürlich alles dran setzen, diese Iso zu vernichten. So wenig HP, so down kriegt man sie dann selten und der hat ja auch immer diesen Tiger dafür geopfert. Und da bewegt sich auch schon der Panzer 4 und der sollte sich doch schleunigst auf den Weg machen, das Ding auszuschalten. Allerdings die Frage, wo er dazugreifen soll. Am besten über den gleichen Zufahrtsweg wie der Tiger fahren. Da ist es wenigstens gewährleisten, dass er da nicht über eine Mine fährt. Und das tut er jetzt auch ganz schnurstracks über den Weg. Ja, das Ding ist noch recht behäbig, muss ich erst ausrichten. Auch diese Riese muss ich erst ausrichten. Und hat er allerdings direkt mal abgeprallt. Ich muss um den Punkt herumfahren, das funktioniert nicht. Das ist überhaupt gar nicht. Und Blitzkrieg wirkt nicht mehr ganz so gut. Vor dem Patch wäre er damit noch rausgekommen jetzt. So ist es schwierig, da muss noch einmal die Sicht da sein und ja, Treffer zerstört. Tja, letzte Gefahr ist der Tiger Wett 2. Hat auch schon die Hälfte des Weges zu Wett 3 zurückgelegt, also insofern eigentlich eine hervorragende Waffe. Und er hat mir auch eine ISO aus dem Spiel genommen. Insofern sind die Chancen da wieder gleich verteilt. Allerdings können wir jetzt einfach mal durchspulen, denn hier wird nicht mehr als nichts passieren, muss ich ganz schon verraten. Ich baller jetzt zwar meine Wetttruppen auseinander, aber grundlegend kommt er da nicht mehr ganz an die Siegmarken ran. Da wo er sich hinbewegt, sind ja noch überall Pioniere von mir. Ich könnte es noch versuchen über die Siegmarken zu reißen, allerdings dauert es da auch nicht mehr lange, bis dann die zweite Jüse wieder da ist und sie wird dann das GE sowieso einleiten. Hier für Unit Kill haben wir noch gesehen, das war der Wettdruck. Ja, hier war noch eine Mine. Full Unit Wipe. Da machen wir viel Manion bei einer Mine. So, hier noch ein paar Schüsse ins Heck. Das Ding hat sich einfach mit der Heckpanzerung zum Feind gedreht. Auch eine schöne Sache. Auch öfter mal. Jetzt die zweite ISO wieder auf der Sigma gepositioniert. Und jetzt kann man getrost einnehmen. Und abwarten, bis die Zeit runtergetickt ist. Denn viel bleibt dem Gegner da nicht mehr über. Der Russe, der sich hier mit der ISO den Feind vom Leib hält, hat auch nur Wettrekruten hier am Start. Die letzte Infanterie noch übrig ist, die nicht gegen den Tiger gelaufen ist. So, ein letzter verzweifelter Angriff. Da kommt sogar mal die Pack nach vorne. Und da kassiert er mit dem Tiger direkt. Ja, klassischer Effekt. Er fährt einfach gegen den Baum und bleibt dann stehen. Und jetzt wird noch ein Bomber runterkommen. Wett 3 hat er noch bekommen, bevor er dann hier endgültig abkratzt, nehme ich mal an. Hier noch ein Schuss. Hebelt sich hier nochmal ein. Und das war's für den Tiger. Und in dem Moment ist auch die Wiederholung beendet. Das war das Spielchen. Ich hoffe, ich konnte euch mal vor Augen führen, was mich im Moment an CO2 so arg stört. So sehr stört, dass man, wenn man es auf Dauer spielt, einfach nur einen Schreikrampf bekommt. Es ist wirklich abnormal, wie sehr man ein Spiel verbuggt lassen, wie sehr man ein Spiel einfach nur mit Bugs übersehen kann. Das ist einfach nur atemberaubend. So, ist doch schon recht anstrengend, merke ich, allein zu casten. Da hat man keine Erleichterung durch den Stefan. Dementsprechend will ich es gar nicht mehr so lange in die Länge ziehen. So lange in die Länge ziehen, guter Satz. Dementsprechend will ich es nicht mehr in die Länge ziehen. Ich will jetzt einfach nur noch sagen, schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Was ist euch so passiert? Was sind die gröbsten Schnitzer, die ausgehoben werden müssten? Seid ihr auch der Meinung, dass es momentan echt keinen Spaß macht? Oder macht es euch Spaß? Das ist erstmal die grundlegende Frage, die einfach zu beantworten ist. Könnt ihr damit umgehen, dass die ganzen Bugs da sind? Vielleicht habe ich auch einfach nur ein zu empfindliches Gemüt, was die Bugs angeht. Vielleicht ist es bei euch ja anders. Schreibt einfach in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und so weiter und so fort. Bis dann. Ciao, ciao.